Liebe Besucherinnen und Besucher, ein herzliches Willkommen in unserer Ausstellung Giorgio di Chirico, magische Wirklichkeit. Ich freue mich als Kuratorin der Hamburger Kunsthalle, dieser Ausstellung Sie begrüßen zu dürfen zu der ersten großen Perle unseres Begleitprogrammes, das wir entwickelt haben für diese Schau. Und es ist für mich schon ein erster großer Höhepunkt, auf den ich mich ungefähr seit einem Jahr freue, nämlich seit dem Moment, als ich mich getraut habe, einen aus meiner Sicht ganz großen Denker und Intellektuellen anzusprechen, auf Grundlage von meiner Lektüre von zwei mich wirklich berührenden und faszinierenden Büchern. Das ist zum einen dieses Buch Lob der Melancholie, rätselhafte Botschaften und ein weiteres desselben Autors Orte des lebenden Todes. Mit diesem Buch geht Laszlo Földenin, der Autor, zurück auf ein Thema, das ihn Jahrzehnte schon beschäftigt, das er 1988 schon zu dem Standardwerk formuliert hat, Melancholie. Und das, was mich in diesem Buch fasziniert hat, ist nicht nur seine Beschreibung von Kunstwerken, sondern die Verbindung und die Klarheit, die Präzision, die Aufrichtigkeit, mit der er dort seine Sicht der Kunst auf dem Hintergrund von persönlichen Begegnungen formuliert, Beobachtungen, Erlebnissen und das Ganze dann in zeitkritischem Horizont weitet. So schafft er, das Gefühl von potenziell existenziellen Lebenserfahrungen dort zu fassen, wie zum Beispiel der Erfahrung in einem der vielen Schatten, die wir bei de Chirico sehen, vielleicht in einem Schatten einfach zu liegen in der Wirklichkeit. Und er schafft es dem Leser, oder zumindest mir schaffte er es, sehr nachvollziehbar zu machen, wie sehr dies Reflexionen auslösen kann, die uns auf unsere Suche führen, auf unsere Suche mit unserem Selbst gleich zu werden, den eigenen Körper als Abgrund wahrzunehmen. Ich wagte spontan, ihn anzusprechen und anzufragen und von unserem Ausstellungsprojekt zu berichten. Und ich glaube, es war einfach ein Glück, dass diese Bilder, die wir für diese Ausstellung zusammentragen konnten, nämlich die sogenannten metaphysischen Bilder, zu seinen Lieblingsbildern zählen, wie er sagte. Er schrieb, er kann nicht genug davon sehen. Es sind die Bilder, die der Poet Guillaume Apollinaire schon in den 1910er Jahren metaphysisch nannte. Die Bilder, die in dieser kurzen Spanne entstanden sind, von 1909 bis 1919. Laszlo Földenin ist Kunsttheoretiker, Literaturwissenschaftler, Essayist und er zählt zu den bedeutendsten und führenden Intellektuellen seines Landes Ungarn. Er ist Professor und leitet den Lehrstuhl für Kunsttheorie an der Akademie für Film und Theater in Budapest. Er ist Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und Herausgeber der gesammelten Werke von Heinrich von Kleist in ungarischer Sprache. Neben seinen Literatur- und kunsttheoretischen Werken, die sich etwa mit Kleist, mit Caspar David Friedrich, mit Goya oder William Blake beschäftigen, ist es seine seit Jahrzehnten währende Reflexion über die Melancholie, die ihn weit bekannt gemacht hat. Und für sein Werk Lob der Melancholie wurde er 2020 mit dem Leipziger Buchpreis für europäische Verständigung ausgezeichnet. Er nimmt hier den Verlust des metaphysischen Gefühls in unserer Zeit in den Blick, die Gefährdung der Metaphysik in der europäischen Kultur. Laszlo Földenin, dessen Offenheit, Bescheidenheit und geistige Großzügigkeit, Größe, Zugewandtheit sich sogar schon im E-Mail-Austausch zeigt, war bereit, aus Anlass unserer Schau weiterzudenken, weiter zu formulieren, weiter zu forschen, einen neuen Vortrag zu verfassen und lotet dabei für und mit de Chirico die Frage nach der Verbindung, nach dem Verhältnis von Metaphysik und Melancholie aus. Sie erleben hier gleich sozusagen die Premiere dieser Gedanken und Beschreibungen, die so anregend sind, wie ich finde. Dabei bezieht er sich, wie wir in der Ausstellung, auf Vorläufer von de Chirico, wie Arnold Böcklin, und kann Werke hinzuziehen als Vergleichswerke, die zum Beispiel nicht reisefähig waren und die wir in der Ausstellung nicht zeigen können, und andere, die wir zeigen können. So kann er den Blick unserer Ausstellung auf wundervolle Weise erweitern und setzt de Chirico in den Kontext seiner Welt, schlägt Brücken zu Künstlern wie Raphael oder Eugène Auger. Sie ahnen, wie gerne wir diesen Vortrag aus Sicht der Literatur und aus Sicht der Kulturgeschichte hier präsent für Sie mit Ihnen durchgeführt hätten. Aber zur Sicherheit unser allen spricht er nun zu uns aus seinem Budapester Atelier. Teils sonnendurchflutet ist es wunderschön
und er ist im digitalen Raum präsent nun für uns mit seinen Gedanken. Und nehmen wir einfach die Vorteile dieses digitalen Raumes. Ganz pragmatisch haben Sie jetzt die Möglichkeit, diese Premiere zu hören und auch zu wiederholen. Sie können stoppen und sich Notizen machen vielleicht, oder Sie können auch mit der Community im Chat Ihre von dem Vortrag angeregten Gedanken zum Beispiel teilen. Oder Sie können diesen flüchtigen, schönen Moment immer wieder erleben. Der Moment, der nun beginnt mit dem Vortrag von Laszlo Föderlin über die Einsamkeit des Wachträumens, über Giorgio De Chiricos metaphysische Bilder. Ja, guten Tag. Es ist eine große Freude für mich, aus Anlass dieser schönen De Chirico-Ausstellung einen Vortrag über Chirico zu halten. Ich sage wunderschöne Ausstellung, wobei ich persönlich nicht da gewesen bin, aber ich habe gestern die digitale Eröffnung verfolgt und konnte sehen, wie schön das aufgebaut ist und wie wunderbare Bilder die Kunsthalle zu bekommen hat. Nun, ich würde diesen Vortrag sehr gerne auch in meine physische Gegenwart halten, aber das geht leider nicht. Also ich bin im digitalen Raum, aber nicht im verloren, sondern zu Hause bei mir in Budapest, in meiner Wohnung, in meinem Arbeitszimmer. Und von dort werde ich jetzt diesen Vortrag Ihnen halten. Ich möchte mit einem Gemälde beginnen, das nicht Teil der jetzigen Hamburger Ausstellung ist. Das Rätsel des Orakels heißt dieses Bild. De Chirico malte es 1909, noch vor den metaphysischen Gemälden in Anlehnung an das Bild Odysseus und Kalypso von Arnold Böcklin, den er übrigens später als den einzig wirklich metaphysischen Maler bezeichnete. Wir sehen zwei Männer oder zwei Skulpturen. Noch besser, zwei lebendige Skulpturen. Sie leben und leben auch nicht. Sie sehen einander nicht an, tun das in diesem verlassenen Raum aber derart intensiv, dass es an sich schon einem Dialog gleichkommt. Einer von beiden steht am Rand einer Terrasse, den Rücken nicht nur dem anderen, sondern auch uns, dem Betrachtern, zugedreht. Vom anderen ist nur der Kopf zu sehen, wie er hinter einem Vorhang hervorblickt. Auch er sieht seinen Gefährten nicht an, uns Betrachter aber auch nicht. Er ist nach innen gekehrt, in sich versunken. Das ist sein mit dem Rücken zu uns stehender Gefährte offensichtlich auch. Auch er betrachtet nicht die ferne Landschaft in der Tiefe, sondern ist in sich versunken. Wer sind sie? In Böcklins Gemälde verharrt Odysseus in ähnlicher Haltung wie die Figur am Rand der Terrasse in De Chiricos Bild. Er beobachtet die Küste und das Meer unten. Von menschlichen Bauten sieht man keine Spur. Bei De Chirico betrachtet die gleiche Figur die Stadt an der Küste. Hinter ihrem Rücken sitzt jedoch keine halbnackte Nymphe, sondern verbirgt sich eine Statue hinter einem Vorhang. Wer ist sie? Das Rätsel der Prophezeiung, gleichzeitig aber auch das Ebenbild der im Vordergrund stehenden Figur, Odysseus ähnlich, dessen Projektion. Das größte Rätsel für Odysseus ist er selbst. Er blickt in die Ferne, in seiner Seele sieht er aber auch sich selbst, den, dem er den Rücken kehrt. Der Vorhang, der die Aussicht bis dahin verhüllt hatte, ist zur Seite gezogen worden. Doch anstelle seiner wurde ein zweiter Vorhang vorgezogen, der sein eigenes Ich verhüllt. Nicht das, was in weiter Ferne liegt, ist rätselhaft, sondern das, was am nächsten ist. Und was ist mir am nächsten? Ich selbst. In diesem Gemälde verhüllt der Vorhang das eigene Ich. Das Bild ist eine Art komplexes Selbstbildnis. Und was werde ich lieben, wenn nicht das, was ein Rätsel ist,
schrieb der Chirico 2 Jahre später, 1911, unter ein Selbstbildnis, auf dem er wie Nietzsche posiert. Das eigentliche Rätsel der Welt ist in mir selbst. 1920 malt er ein anderes Selbstbildnis und schreibt darunter: Und was werde ich lieben, wenn nicht das, was die Metaphysik der Dinge ist? Die Metaphysik der Dinge verbirgt sich in den Tiefen des Ichs. Ist es möglich, dorthin durchzudringen, in die Tiefe? Ist es möglich, die Metaphysik sichtbar werden zu lassen? 2 Jahre später, 1922, malt der Chirico abermals ein Selbstbildnis, in dem er sich als Odysseus darstellt. Odysseus war ständig unterwegs, ohne Hoffnung auf Heimkunft. Ständig von Fernweh heimgesucht, vermochte er, nirgends sesshaft zu werden. Und deshalb trat ihm alles nur flüchtig vor die Augen, alles erschien ihm provisorisch, wandelbar, nichts war bleibend. Für Odysseus war alles bloße Vorstellung, würde Schopenhauer, der andere Lieblingsphilosoph der Chiricos, sagen. Doch was ist dann überhaupt bleibend? Gibt es einen Punkt, an dem man innehalten kann? Ist es möglich, den Vorhang des Scheins, der das Rätsel verhüllt, zur Seite zu ziehen? Mit solchen Fragen konfrontieren uns die metaphysischen Bilder der Chiricos. Der Chirico malte das Bild im Herbst 1909 in Rom oder in Florenz, nachdem er nach einem 2,5-jährigen Aufenthalt in München nach Italien umgezogen war. Es ist eines seiner ersten metaphysischen Gemälde. Das Schlüsselerlebnis, das zur Entstehung der metaphysischen Gemälde führte, hatte sich im Herbst 1909 auf der Piazza Santa Croce in Florenz ereignet. Er selbst berichtet davon folgendermaßen, und ich zitiere jetzt die Aufzeichnungen von der Chirico. An einem heiteren Herbstnachmittag saß ich auf einer Bank mitten auf der Piazza Santa Croce in Florenz. Natürlich sah ich diesen Platz nicht zum ersten Mal. Ich hatte soeben eine lange, schmerzhafte Darmerkrankung durchgestanden und befand mich in einem Zustand nahezu krankhafter Sensibilität. Mir schien, die ganze Natur, einschließlich des Marmors, der Gebäude und der Brunnen, befände sich in der Rekonvaleszenz. In der Mitte des Platzes ragt ein Standbild auf, das Dante darstellt, in einem langen Mantel gehüllt, sein Werk an sich drückend, sein nachdenkliches, lorbeerbekränztes Haupt zu Boden geneigt. Die Statue ist aus weißem Marmor, hat sich im Laufe der Zeit aber grau verfärbt, was sehr angenehm anzusehen ist. Die Herbstsonne, lau und lieblos, erleuchtete sowohl die Statue wie auch die Tempelfassade. Da hatte ich den sonderbaren Eindruck, ich sehe all diese Dinge zum ersten Mal. Und mir kam die Komposition meines Gemäldes in den Sinn. Jedes Mal, wenn ich dieses Bild betrachte, sehe ich wieder jenen Moment von mir. Was damals geschah, kann ich nicht erklären. Es bleibt ein Geheimnis. Deshalb bezeichne ich auch das Werk, das aus ihm hervorging, gerne als ein Rätsel. Zitat Ende. Auch das Gemälde, das unter dem unmittelbaren Einfluss dieses Erlebnisses entstand, trägt das Rätsel im Titel »Das Rätsel eines Herbstnachmittags«. Auf einem Sockel steht eine Statue, die der Dante-Statue in Florenz ähnelt. Ihre Haltung erinnert aber auch an die des Odysseus im eingangs erwähnten, zur gleichen Zeit gemalten Bildes. Am Fuß der Statue stehen 2 menschliche Gestalten, Arm in Arm. Eine von ihnen verdeckt ihr Gesicht und scheint aufgrund ihrer Kopfhaltung und der Migräne zu leiden, wie übrigens auch der Chirico, der regelmäßig von Kopfschmerzanfällen gequält wurde. Die andere blickt starr vor sich hin
und führt ihren Gefährten, der von Schmerzen weder sehen noch hören kann. Und folgt man der Logik des Gemäldes von vornhin, kann man davon ausgehen, dass man es wiederum nur mit einem einzigen Menschen zu tun hat, der nun in drei Teile zerfallen ist. Der erste ist in sich gekehrt, nach innen gerichtet und nimmt von der Welt ringsum keine Notiz. Der zweite blickt allen Dingen ins Auge und trotz der Welt. Der dritte wiederum erhebt sich als steinerne Statue über sie. Was an diesem Bild besonders interessant ist, ist die Größe der beiden menschlichen Gestalten. Sie sind fast schon disproportional klein im Vergleich zum Kirchenportal auf der linken Seite, gleichzeitig aber proportional zur Statue, die wiederum im Vergleich zum Kirchengebäude zu groß ist. Ein Zeichenlehrer würde sagen, der Kiriko habe die Größenverhältnisse verfehlt. Der Kiriko wiederum würde entgegnen, das Gegenteil sei der Fall. Erst durch diesen Fehler würde der Anblick echt werden. Schließlich handelt es sich nicht um einen naturgetreuen, realistischen Anblick, sondern um die Vision einer Welt, in der die Menschen nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Oder gar keine. Angesichts der gewaltigen Unverständlichkeit, die sie auf dem Platz empfängt, schrumpfen sie zusammen. Sie wirken, als wären sie aus dem Weltall auf den bereits ausgestorbenen Erdball zurückgekehrt, wie die Helden des Raumschiffs im Film Planet der Affen, und konstatieren nun verzweifelt, dass es keine lebendige Kultur und Zivilisation mehr gebe. Man könnte sie aber auch als die letzten Bewohner der im Aussterben befindlichen Erde ansehen. Ob so oder so, ihre Verzweiflung ist verständlich. 1919, am Ende seiner metaphysischen Periode, erinnerte sich der Kiriko, welchen tiefen Eindruck eine Illustration Edouard Rius zu Louis Figuiers 1864 erschienenem Roman »Die Erde vor der Sintflut« auf ihn als Kind ausgeübt hatte. Ich zitiere de Kiriko: »Die Abbildung zeigte eine Landschaft aus dem Tertiär. Den Menschen gab es noch nicht. Ich habe beim metaphysischen Aspekt oft über das merkwürdige Phänomen der Abwesenheit des Menschen nachgedacht.« Zitat Ende. Und er fährt fort: jedes tiefere Kunstwerk enthält zwei Einsamkeiten. Die eine könnte man die plastische Einsamkeit nennen. Es handelt sich dabei um die Seligkeit der Kontemplation, die uns der geniale Aufbau und die geniale Kombination der Formen bescheren. Die zweite wäre die Einsamkeit der Träume, eine eminent metaphysische Einsamkeit. Zitat Ende. In diesem Zusammenhang nennt er anschließend die Gemälde Böcklins, Claude Lorrains oder Poussins metaphysisch. Obwohl auf ihnen Menschen zu sehen seien, erwecke die Landschaft dennoch den Eindruck, als befände man sich im Tertiär. Das Tertiär war die Zeit vor mehreren 10 Millionen Jahren auf unserem Planet. Es ist lange vorbei. Der Kiriko war aber überzeugt, dass das, was wir Vergangenheit nennen, nach wie vor in unserer Gegenwart präsent ist. Das Tertiär auch. Wie er selbst sagt, ich zitiere: eines der merkwürdigsten und tiefsten Gefühle, die uns die Prähistorie hinterlassen hat, ist das Gefühl der Vorahnung. Es wird immer bleiben. Das ist wie ein ewiger Beweis für den Unsinn des Universums. Der Kirikos Bilder sind voller Vorahnungen. Beim Betrachten der Plätze, der Piazze, der Promenaden, der Arkaden, der ominösen Schatten spürt man, dass etwas Unheilvolles in der Luft liegt.
Was das ist, weiß man nicht, denn der Kiriko hütet sich, mit seinen Bildern Geschichten zu erzählen. Und dennoch suggerieren seine Gemälde Geschichten. Etwas Ähnliches ist auch in Cindy Shermans 1977 und 1980 entstandene Serie Untitled Film Stills zu beobachten. Dabei handelt es sich um Standbilder, nie gedrehte Filme, bei denen es ein Davor und ein Danach gibt, nur eben der gegenwärtige dargestellte Augenblick unbekannt ist. Neben Sherman wäre auch der Kirikos Zeitgenosse, der Fotograf Eugène Ager, zu erwähnen, dessen Pariser Atelier zu Beginn der 10er Jahre nur ein paar Schritte von der Kirikos Atelier entfernt war. Nicht umsonst wurden Agers Fotos von den Surrealisten geschätzt. Sie scheinen, so André Breton, die letzten Augenblicke vor einem Verbrechen darzustellen. Und wenn der Kiriko in Paris lebend schreibt, jede mit Reklamen tapezierte Mauer ist eine metaphysische Überraschung, dann fallen mir auch die Pariser Fotos des eine Generation älteren Charles Marvy ein, mit ihren von Reklamen vollgeklebten, aber ausgestorbenen Straßen, bei deren Anblick Baudelaire seine Meinung, dass die Fotografie minderwertiger sei als die Malerei, vermutlich revidiert hätte. Auf Marvys Aufnahmen entsteht die unheilvolle Vorahnung schon bei Anblick der leeren Straßenbilder. Eine ausgestorbene Großstadt wirkt an sich schon wie der Schauplatz eines Verbrechens. Diese Aufnahmen vermitteln aber auch den Eindruck, als wäre aus Paris jedes Leben, ja sogar der Sauerstoff aus der Luft, gewichen. Über das Bild Pinie am Meer von Carlo Carra, einem anderen metaphysischen Maler und Zeitgenossen der Kirikos, schrieb Wilhelm Worringer, dass man bei seinem Anblick, Zitat, den Atem wie vor etwas tief Ereignishaften anhält. Das lässt sich auch von Marvys und Achilles Fotografien sagen. Und Worringer spricht von metaphysischer Immanenz. Die Metaphysik ist nicht außerhalb der Dinge, sondern in ihnen, in den Schatten, den Gebäuden, den Mauern, den Lichtern, den Farben. Durch Marvys und Agers Fotos, Carras und de Chiricos Gemälde schimmert das tertiär hindurch. Geschichtliche Zeit und vorgeschichtliche Zeitlosigkeit lassen sich in diesen Bildern nicht voneinander unterscheiden. In manchen Gemälden von de Chiricos tauchen oft Uhren auf. Manchmal kann man auf ihnen sogar die genaue Zeit ablesen. Und doch zeigen sie nicht die reale Zeit, etwa dass es gerade 23:30 ist, sondern dass irgendwann einmal um 23:30 die Uhr stehen geblieben ist und die Zeiger sich seitdem nicht mehr bewegen. Die Uhr blieb stehen, als es die Zeit noch gab. Der Kiriko wollte in diesen Bildern nicht den gegenwärtigen Augenblick verewigen, sondern gerade das Fehlen der Zeit. Diese Zeitlosigkeit der Welt suggerieren die rund 120 metaphysischen Gemälde, die der Kiriko zwischen 1910 und 1919 gemalt hat. Er wollte mit menschlichem Auge eine Welt zeigen, die den Menschen nicht kennt. Ist das möglich? An sich nein. Die Bilder hingegen beweisen, dass es sehr wohl möglich ist, und zwar mit Hilfe von Strukturen, Formen der Farben. Die Kombination der Formen, der Konstruktionen, der Plätze, der Schatten wirken deshalb so gespenstisch, vermitteln deshalb den Eindruck universeller Leere und Verlassenheit, weil zwar überall Spuren von Menschenhand zu sehen sind, also Gebäude, Arkaden, Türme, Schiffe, qualmende Lokomotive,
die hier und da auftauchende menschliche Figuren jedoch den Eindruck von lebenden Toten erwecken. Am eindrücklichsten sind natürlich die Stadtbilder. Von Oktober 1906 bis Mai 1909 lebte der Quirico in München. In diesen 2,5 Jahren hatte die dortige neoklassizistische Architektur eine starke Wirkung auf ihn ausgeübt. Die visuelle Erinnerung an die Gebäude, die er dort gesehen hat, nahm er sowohl nach Italien als auch nach Paris mit. Feldherrenhalle, Max-Josef-Platz mit Glyptothek, der von Arkaden eingefasste Hofgarten. Spuren dieser Bauten finden sich auch in seinen Gemälden. Gleichzeitig tauchen in ihnen aber auch die charakteristischen Campanile und italienische Piazza und Kirchen auf, weshalb seine Gemälde auch Piazza d'Italia-Bilder genannt werden. Neben München hatte ihn vor allem die Bauwerke Straßenarkaden von Turin beeindruckt. Ich zitiere: Der herbstliche Zauber Turins steigert sich noch durch die geradlinige und geometrische Anlage der Straßen und der Plätze und durch die Arkaden, schreibt er. Dem Herbst wohnte dort ein metaphysischer Charme innen. Es ist eine Weite, Nähe und Ferne zugleich. Überall herrscht eine süße Reglosigkeit. Man trifft auf einen Platz hinaus und steht vor einem steinernen Mann, der einen ansieht, wie einen nur Schatten ansehen können. Manchmal wird der Horizont von einer Mauer begrenzt, hinter der das Pfeifen einer Lokomotive, der Lärm eines anfahrenden Zuges ertönt. Hinter der geometrischen Genauigkeit des Platzes kommt unsere ganze Sehnsucht nach dem Unendlichen zum Vorschein. Zitat Ende. Vielleicht hatte der Quirico, als er diese Zeilen schrieb, gerade die Piazza Carlo Alberto im Sinn. Er hatte in Turin zu Beginn zu seiner metaphysischen Periode Nietzsches Ecce Homo gelesen, mit Begeisterung, wie er später schreibt. Dort in Turin hatte Nietzsche im Herbst 1888, also 21, 22, vor der Entstehung der ersten metaphysischen Bilder Ecce Homo verfasst. In einer Wohnung im dritten Stock eines Hauses an der Ecke des Platzes unter der Adresse Via Carlo Alberto 6. Nietzsche hatte sich in Turin diese, wie er fand, stillen und aristokratischen Stadt besonders wohl gefühlt. Wie er in einem Brief an Peter Gast schrieb, herrschen dort, Zitat, wunderbare Klarheit, Herbstfarben, ein exquisites Wohlgefühl auf allen Dingen, Zitat Ende. Aber auch wenn sich einzelne Details identifizieren lassen, entsprechen die Plätze und Straßen auf den Bildern der Quiricos keinem konkreten Schauplatz und erst recht nicht irgendeiner Stadt. Die Abwesenheit jeglichen Lebens untergräbt jede geografische und historische Authentizität. Die Häuser in den Gemälden sind unbewohnt. Niemand besucht die Kirchen. Niemand geht unter den Arkaden spazieren. In den Bahnhöfen fehlt jede Spur von Menschen. Und auch auf den Gebäuden sieht man keine abblätternden Verputz, keine Spur von Ausbesserungen oder Renovierungen. Oft weiß man gar nicht, welchen Zweck die einzelnen Gebäude gedient haben mögen. In der Quiricos 1939 entstandenem Roman Hebdomeros heißt es zum Beispiel über die Fantasiestadt, die als Schauplatz des Romans dient, ich zitiere, auf der Kuppe des höchsten Hügels sah man ein gewaltiges Bauwerk, das als Kloster bezeichnet wurde, das aber eher eine Burg oder gar eine große Kaserne oder einem riesigen Pulverfass ähnelte. Es war von einer ausgezackten, von Schießscharten durchbrochenen Mauer
umgeben. Zitat Ende. Dieses Bauwerk könnte dem riesigen Bau in der Kirikus Gemälde Der rote Turm ähneln, neben dem die Häuser winzig klein wirken. Ein Bauwerk, bei dem es sich genauso um ein Kloster wie um eine Festung oder um eine Lagerhalle für Schießpulver handeln könnte. Mit anderen Worten, es spielt keine Rolle, was es ist. Wichtiger ist, dass es über eine gewaltige Konstruktion verfügt. Denn alles in den Gemälden ist reduziert auf die Konstruktion. Der Kiriko wandte sich mit besonderem Interesse der Architektur zu, allerdings nicht als Konstrukteur, sondern als Visionär, wobei sich beide Ansätze nicht fremd sind. Er schreibt, ich zitiere, meine Malerei befasst sich in den Jahren von 1910 bis 14 ausschließlich mit den Problemen der architektonischen Metaphysik in Italien. Immer wieder schrieb er über jene Renaissance-Maler, die er gerade wegen der Bauwerke, die auf ihren Gemälden zu sehen sind, für metaphysisch hielt. Zum Beispiel über Raphael oder Castagno. Raphaels Gemälde, die Verlobung Marie, ist seiner Ansicht nach das vollkommenste und tiefsinnigste Bild der ganzen Malerei überhaupt. Dieses in Mailand ausgestellte Gemälde ist in der Tat außerordentlich einfach und perfekt komponiert. Seine Struktur ist fast genauso transparent wie die eines abstrakten Gemäldes. Es fehlt darin jeder Anekdotismus, jede überflüssige Mitteilung. Und so strahlt es etwas ähnlich Andächtiges aus wie die Bilder Paul Klees oder Rothkos im 20. Jahrhundert. Die meisten Figuren befinden sich im Vordergrund des Bildes. Der hintere Teil des Platzes vor der Kirche dagegen ist fast leer. Die wenigen Menschen, die dort herumstreuen, verstärken nur den ausgestorbenen Charakter des Platzes. Und ganz hinter der Kirche selbst, deren Bau architektonisch eine derart vollkommene Einheit bildet, dass es sich dabei auch um einen sorgfältig ausgeführten Mechanismus handeln könnte. Die Konstruktion dieser Kirche kehrt auf mehreren Bildern der Kirikos wieder, etwa auf seinem Gemälde Die Rückkehr des Dichters. Diese Elemente der Renaissance-Architektur verbergen oft die Landschaft, da sie weniger reale Bauwerke einer realistisch gemalten Landschaft als vielmehr Elemente der Raumstrukturierung sind. Das gilt auch für jene Renaissance-Gemälde, die Idealstädte darstellen. Dazu gehört zum Beispiel Giorgio Martinis Bild aus Berlin, Architektonische Vedute von 1490. Das Bild strahlt eine ähnliche kosmische Gleichgültigkeit aus wie der Kirikos-Gemälde. Alles ist steril, nichts als Stein und Marmor, regelmäßig und geordnet, wie in einem Krematorium. Ich zitiere der Kiriko, plötzlich war ich in einer großen Stadt, einer quadratischen, alle Fenster waren geschlossen, überall herrschte Stille. Das sah der Kiriko 1911 in einem Traum. Vielleicht war er gerade in Martinis Stadt gewesen. Auch dort sind alle Fenster geschlossen, mit Ausnahme eines Fensterladens im ersten Stock des Mietshauses auf der rechten Seite, der halb geöffnet eingehängt ist. Natürlich finden sich bei der Kiriko nicht nur die Spuren der italienischen Renaissance-Architektur, sondern auch der griechischen Antike, die er, da er in Griechenland aufwuchs, gut kannte. In einer Studie von 1920 hob er von der griechischen Architektur besonders die Gewölbe und die Arkade hervor. Diese vervollständigten den Naturanblick, dass sie die Natur ergänzten, schreibt er. Und natürlich findet sich in seinem Werk neben der Antike auch das 20. Jahrhundert mit seinen Fabrikschornsteinen,
seinen im Hintergrund auftauchenden Dampflokomotiven und Bahnhofsgebäuden. Doch auch wenn diese Elemente aus dem 20. Jahrhundert stammen, beschwören sie ihre Zeit genauso wenig herauf wie die Arkaden und Säulen die Antike oder die Renaissance. Die unterschiedlichsten Epochen sind hier aufeinander geschichtet, was im Ergebnis weder die Antike noch die Renaissance noch die moderne Welt als vielmehr eine zeitlose Traumwelt erzeugt. Der traumhafte Charakter wird explizit verstärkt durch die Schatten, die niemand so malen konnte. Mehr Rätsel enthält der Schatten eines in der Sonne gehenden Menschen als alle vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Religionen, schrieb der Kiriko. Da in seinen Gemälden keine diffusen Lichtverhältnisse herrschen, sind die Schatten genau umrissen, geometrisch makellose Formationen. Als handelte es sich bei ihnen um ideale Abdrücke der Ewigkeit. Denn so erscheinen uns Schatten in der Wirklichkeit nie, weil wir auch das Licht nicht so sehen, wie der Kiriko es in seinen Bildern zeigt. Dort scheint oft die Sonne, jedenfalls anhand der meist starken Seitenlichter geurteilt, und dennoch ist der Himmel oft nächtlich. Dadurch erweckt die Welt der Bilder den Eindruck, als befänden wir uns in einem Aquarium. Andere Male lässt sich gar nicht bestimmen, ob die Sonne oder der Mond scheint. Doch ob so oder so, das Licht ist nicht natürlich. Deshalb kann man auch nur schwer feststellen, wo Ost und West sind oder ob es überhaupt Himmelsrichtungen gibt und nicht alles vielmehr in jenem unendlichen Raum schwebt, den Nietzsche heraufbeschworen hatte, als er den Tod Gottes verkündete. Und dementsprechend wirken die Schatten auf seinen Gemälden mal bedrohlich, mal aufdringlich, mal fallen sie über die sichtbare Welt her, als gehörten sie zu einem nicht diesseitigen Dasein oder jedenfalls nicht zur Welt des Wachzustandes. Am denkwürdigsten muten mich die Schatten im Bild Geheimnis und Schwermut einer Straße an. Ein kleines Mädchen läuft, einen Reifen vor sich herrollend neben einer Arkadenreihe, die an die Arkaden des Münchner Hofgartens gemahnt. Auf der anderen Seite vor ihr der riesige Schatten eines dunklen, kaum erkennbaren Gebäudes. Vor ihr, in einiger Entfernung der Schatten, eine verdeckte Statue. Oder vielleicht nicht einmal eine Statue, sondern eines bedrohlichen Ungeheuers, ähnlich dem Schatten des Mörders aus dem späteren 1931 entstandenen Film M, eine Stadt sucht ihren Mörder. Durch den Schatten des Gebäudes bzw. der Schreckenstatue hat sich auch das kleine Mädchen in einen Schatten verwandelt. Zwar wirft ihr Körper einen Schatten, doch scheint sie auch selbst ein Schatten zu sein, gespensterhaft. Nach dem Atomangriff auf Hiroshima hatten sich die Schatten der Menschen und der Gegenstände infolge der Stärke der Strahlung regelrecht hineingebrannt in die Mauern und Pflasterung. Auch dieses kleine Mädchen wirkt, als befände sie sich in einer Szenerie nach einem Atomangriff, nachdem jedes Leben ausgestorben ist. Die Welt der Kirikos ist die Welt nach einem Atomangriff, in der die Anblicke nicht mehr Hinweise auf das aktuelle Leben sind, sondern Erinnerungen an ein früheres Leben, daran, dass es einst auch dort ein Leben gegeben hatte. Indessen passen sich die langgezogenen, perspektivisch oft verzerrten Schatten den Gebäuden, den Statuen, den Gegenständen, die diese Schatten werfen,
genau an, fast schon peinlich genau. Und das macht sie auch so genau bedrohlich wie die Gebäude selbst. Die Arkaden verlaufen gleichsam ins Unendliche. Doch hinten, in der Tiefe des Bildes, wo sie irreal klein geworden sind, stoßen sie auf eine Mauer. Das Gefühl der Unendlichkeit, das das Gebäude weckt, bricht an dieser Stelle ab, setzt sich jenseits der Mauer aber fort, nunmehr in der Unendlichkeit eines in eigenartigen Farben gemalten Himmels. Auch die Mauern würden sich bis ins Nichts fortsetzen, doch dann reißt der Schwung gewaltsam ab. Es gibt ein Gemälde von Max Klinger, das der Kiriko erklärtermaßen geschätzt hat und dessen wichtigstes Element ein rötlicher Ziegelmauer ist. Der Überfall heißt dieses Bild. Kiriko schreibt über das Bild: Die Mauer weckt den Eindruck, als wäre sie die Grenze der Welt. Alles in diesem Gemälde ist offen. Die Geschichte, der Überfall, aber auch die Ziegelmauer, die im Nichts endet und völlig undeutbar bleibt. Es strahlt die Stimmung der metaphysischen Bilder der Kirikos aus. Alles in diesem Klingerbild wartet nur darauf zu explodieren. Nicht allein wegen der dargestellten Geschichte, wird der überfallene Mann niedergeschlagen oder nicht, sondern auch wegen der seltsamen Farben. Im Vergleich zu braunen Erde, dem grünen Gras und den herumstehenden menschlichen Gestalten wirken das Blau des Himmels und das warme Rot der Ziegelmauer nicht diesseitig. Jeden Augenblick könnte dieser Himmel einbrechen, diese Mauer einstürzen. Und dennoch, betrachtet aus der Perspektive der Ewigkeit, wird sich nie etwas ändern. Die Bedrohung ist zu einem ständig präsenten Augenblick erstarrt. Und überhaupt, Mauerspielen in den Gemälden der Kirikos stellt eine besonders wichtige Rolle. In Klingers Bild weiß man nicht, was sich hinter der Mauer verbirgt oder ob es sich überhaupt etwas dahinter befindet. Das gilt auch für die Mauern der Gebäude bei der Kiriko. Es ist fraglich, ob sich dahinter überhaupt etwas verbirgt. Man kann sich kaum vorstellen, dass sich in den Tiefen der Arkaden Tore befinden, durch die man ein Treppenhaus betreten und in Aufzügen in die oberen Stockwerke fahren kann, wo Türen zu Wohnungen führen. Und auch die Bahnhofgebäude erwecken nicht den Eindruck, als beherbergten sie Warteräume. Auch wenn die riesigen Türme Eingänge haben, kann man sich schwer vorstellen, dass man durch sie eintreten könnte. Entweder gibt es hinter den Mauern nichts, das heißt, sie sind bloße Kulissen, oder alles dahinter ist dicht und das Bauwerk, was auch immer es sein mag, Turm, Kirche und so weiter, ist ein einziger riesiger Ziegelsteinblock. Trotz der weitläufig anmutenden Plätze, der in die Ferne hinausführenden Wege des Himmels, der das Gefühl der Unendlichkeit vermittelt, ist in dieser Welt alles geschlossen. Sie löst fast schon Klaustrophobie aus. 1920 schrieb Franz Kafka eine kurze Geschichte, die unter dem Einfluss von der Kirikos metaphysischen Gemälde entstanden zu sein scheint. Ich zitiere, ich erzähle diese kleine Geschichte. Ach, sagte die Maus, die Welt wird enger mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit, dass ich Angst hatte. Ich lief weiter und war glücklich, dass ich endlich rechts und links in der Ferne Mauern sah. Aber diese lange Mauer eilen so schnell aufeinander zu, dass ich schon im letzten Zimmer bin und dort im Winkel steht die Falle, in die ich laufe. Du musst nur die Laufrichtung ändern, sagte die Katze und fraß sie. Zitat Ende.
Ich sprach bezüglich der Kirikos-Gebäude von Kulissen. Diese Gemälde haben etwas unzweifelhaft Theatralisches. Der Kiriko selbst schrieb einmal eine Abhandlung mit dem Titel »Das Theater als Schauspiel«, worin er die wichtigste Aufgabe des Theaters darin erblickte, uns von der Wirklichkeit zu befreien und uns zu helfen, in ein anderes Leben einzutauchen. Edward Gordon Craig, der englische Theaterregisseur, begann gerade 1910, zur Zeit der Entstehung der ersten metaphysischen Gemälde, jene Wandschirme zu entwerfen, die er Screens taufen sollte. Dabei handelte es sich um aus großformatigen geometrischen Elementen gefertigte Scheiben, die jede realistische Dekoration ersetzen können, leicht beweglich sind und sowohl äußere als auch innere Schauplätze darstellen können. Schauspieler spielen in diesen Schauplätzen für Craig nur eine untergeordnete Rolle. 1911 nannte de Chirico als wichtigste Aufgabe eines Malers, ich zitiere, die Kunst zu entblößen von allem, was sie noch an Routine, Regeln, Neigung zu einem Sujet, zu einem ästhetischen Synthese enthalten könnte, vom Anthropomorphismus. Alles, auch den Menschen als Ding zu sehen. Zitat Ende. Seine Worte stimmen gespenstisch mit Craigs Worten überein, der mit seiner Schrift The Actor and the Übermarionette 1908 eine der wichtigsten Theaterabhandlungen des 20. Jahrhunderts veröffentlicht hatte. Nach Ansicht von Edward Gordon Craig galt es, sich im Theater von allen zufälligen und beiläufigen Phänomenen des alltäglichen Lebens abzuwenden. Die größte Herausforderung bestand für ihn darin, dem Leben alles, was nicht wesenhaft zu ihm gehörte, abzuschälen, es zu entblößen, bis es nicht einmal mehr uneingeschränkt als Leben bezeichnet werden konnte. Von Craigs abstrakte Bühne und sich in Marionetten verwandelnden Schauspielen betrachtet, kann man auch von de Chiricos Gemälden sagen, dass es sich bei ihnen eins um abstrakte Konstruktionen handelt, insofern sie jedem Realismus fernstehen, dass sie zwei bühnenhaft sind und insofern nicht reale Plätze, Straßen, Gebäude, die Leinwände ausfüllen, sondern etwas Kulissenhaftes, und drei, dass die Menschen auf den Plätzen und in den Straßen eher an Marionetten und Statuen als an lebendige Wesen erinnern. De Chirico selbst hatte mehrfach auf die Vorzüge der Gliederpuppe vor dem lebendigen Menschen hingewiesen, und tatsächlich tauchen auf vielen seiner Gemälde anstelle von Menschen marionettenhafte Wesen auf. Auch diesbezüglich war de Chirico nicht allein. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wächst das Interesse am Marionettentheater. Alfred Jarry nennt die ersten Fassungen von König Übü, Guignol, und spielt mit dem Gedanken, die Bühne anlässlich der Premiere von 1896 mit lebensgroßen Marionetten zu bevölkern. Marinetti veröffentlicht 1909 ein Theaterstück mit dem Titel Poupée électrique, das er ausdrücklich unter dem Eindruck von Jarrys Stücken geschrieben hatte. Materling veröffentlicht Marionettenspiele. Hugo Ball erscheint 1916 im Züricher Cabaret Volte in einem Kostüm, das ihn in einen natürlichen Bewegungen behindert und in ein mechanisches Wesen verwandelt. Kandinsky kann sich in einem Theaterstück Der gelbe Klang auch ein Theater ohne die Anwesenheit von Menschen vorstellen. Fernand Léger entwirft eine Ästhetik der Maschine. Oskar Schlemmer veröffentlicht seine berühmte Studie Mensch und Kunstfigur 1925. Und zur gleichen Zeit
bevölkert auch der Kiriko seine Leinwände mit Marionetten, Manikino, die zu einem unentbehrlichen Element der metaphysischen Malerei geworden sind. 1908 erscheint die Dissertation des bereits erwähnten Kunsthistorikers Wilhelm Worringer mit dem Titel Abstraktion und Einfühlung, die, obwohl die Studie eines Spezialisten ist, auch über die Fachkreise hinaus großen Widerhall findet. Worringer schreibt unter anderem, ich zitiere ihn, während der Einfühlungsdrang ein glückliches pantheistisches Vertraulichkeitsverhältnis zwischen dem Menschen und den Außerwelterscheinungen zur Bedingung hat, ist der Abstraktionsdrang die Folge einer großen inneren Beunruhigung des Menschen durch die Erscheinungen der Außenwelt. Ich zitiere. Nach Worringer rettet die Abstraktion den Menschen von der Zufälligkeit der Welt und vor seinem Unterworfensein unter die Zeit. Die Sehnsucht nach Abstraktion ist ein allgemeines Phänomen an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Transzendentale Obdachlosigkeit sei das prägende Kennzeichen der modernen Welt, wird ein paar Jahre später der junge Georg Lukács in seinem Buch Die Theorie des Romans in 1916 konstatieren. Lukács schrieb das mitten im Ersten Weltkrieg. Auch für der Kiriko bedeutete der Weltkrieg die Kulmination jener Entwicklung, die Nietzsche mit seinem Ausspruch »Gott ist tot« vorhergesagt hatte. Die metaphysische Malerei führt die Entleerung der Welt vor Augen, konfrontiert den Betrachter, aber ständig auch mit der Einsicht, dass aus der Welt etwas schrecklich fehlt. Gerade weil sie die Unentbehrlichkeit der Metaphysik in einer säkularisierten Welt, die immer weniger Bedürfnis nach Metaphysik hat, betont, ist diese Malerei metaphysisch. Mit diesem Gedanken nähern wir uns der Klärung der Frage, was die Metaphysik für de Chirico eigentlich bedeutete. Er selbst bezeichnete die metaphysische Malerei auch als magischer Realismus. Ein Hinweis, dass wir hinter seiner Malerei nicht irgendeine philosophische Idee, sondern die Magie der alltäglichen Wirklichkeit suchen sollten. So hat er in Paris, wie bereits erwähnt, mit Reklamen beklebte Mauern für metaphysische Anblicke gehalten. Bezüglich Giorgio Morandis Stillleben schreibt er von der Metaphysik der alltäglichen Gegenstände. Metaphysik steht nicht für das, was fern, jenseits der physischen Wirklichkeit ist, sondern für das, was uns am nächsten ist, was wir aber dennoch nur in seltenen, außergewöhnlichen Augenblicken wahrnehmen. Ich hatte bereits von dem Erlebnis gesprochen, das de Chirico im Herbst 1909 auf der Piazza Santa Croce in Florenz gehabt hatte. Dieses Erlebnis, das zur Entstehung des ersten metaphysischen Gemäldes »Das Rätsel eines Herbstnachmittags« führte, bezeichnete de Chirico als eine Offenbarung. Damit hängt die Metaphysik zusammen. Was ist eine Offenbarung? Am einfachsten formuliert, ein Augenblick der Inspiration. Es handelt sich um ein Geschenk. Der Mensch bekommt etwas, ihm wird etwas zuteil. Nach Ansicht de Chiricos erlebt jeder so etwas irgendwann einmal, doch könnten es sich nur diejenigen zunutze machen, ich zitiere, die mit schöpferischem Talent und Hellsichtigkeit begabt sind. Sie würden sich das passiv erhaltene Geschenk aktiv zunutze machen. In solchen Momenten, in den Augenblicken der Offenbarung, zeigt sich, dass
alle Dinge einen doppelten Aspekt haben. Einen gewöhnlichen und einen geisterhaften oder metaphysischen. Die Offenbarung ist etwas, das plötzlich vor dem Künstler erscheint, als hätte man einen Vorhang weggezogen oder eine Tür geöffnet, sagte der Kiriko. Man sieht das Gleiche wie zuvor und dennoch erscheint einem alles radikal neu. Man betritt ein Zimmer, das man jeden Tag betritt, und auf einmal, ohne dass man wüsste, warum, zerrinnt jede Logik und man weiß nicht mehr, was warum da ist und welche Funktion er hat. Die Dinge sind genauso angeordnet wie gestern oder vorgestern, und doch erscheinen sie einem auf einmal neuartig und rätselhaft, als wären sie geradewegs aus dem Weltall dort abgestürzt. Alles, was der Kiriko malt, ist von Menschenhand geschaffen, und doch erwecken seine Orte den Eindruck, als hätte sie noch nie ein lebendiger Mensch gesehen. Der Kiriko malt so, dass er zwar die gewöhnlichsten Dinge betrachtet, sich von ihnen dann aber entfremdet, bis sie sich ihm in ihrem reinen Sein offenbaren. Mehrfach schreibt er davon, dass das Gesicht eines Menschen, den man im Traum erblickt, identisch mit seinem wirklichen Gesicht und doch anders sei. Ich zitiere: Wie der Anblick eines Menschen im Traum ein Beweis für seine metaphysische Wirklichkeit sein kann, so kann die Offenbarung ein Beweis für die metaphysische Wirklichkeit gewisser uns flüchtig treffende Zufälle sein. Zitatende. Bei der Betrachtung von de Chiricos Gemälden betritt der Betrachter eine Traumwelt, die dennoch kein Traum ist. Als Wachzustand ist er aber auch nicht zu bezeichnen, denn nichts in ihr knüpft an die sogenannte Wirklichkeit an. Wie könnte man einen solchen Zustand nennen? 1913 las der Kiriko auf Französisch Schopenhauers Werk »Versuch über das Geistersehen«. Schopenhauer beschreibt darin das Geistersehen, als richtete er seine Worte geradewegs an seinen metaphysischen Malernachfolger. Darin heißt es zum Beispiel, ich zitiere Schopenhauer, eine Leistung solcher Art ist nur metaphysisch begreiflich, physisch ist sie eine Unmöglichkeit. Metaphysisch hieße also ein Zustand, der weder Traum noch Wachsein, als vielmehr Schlafwachen genannt werden könnte. Zitat, nicht etwa, weil es ein Mittelzustand zwischen Schlafen und Wachen ist, sondern weil es ein Wachwerden im Schlafe selbst bezeichnet werden kann. Ich möchte es daher lieber ein Wachträumen nennen, so schreibt Schopenhauer. Als Wachträumen bezeichnete de Chirico Augenblicke der Klarsicht oder der metaphysischen Abstraktion. Er hob die Orte, die Gebäude, Kolonnaden, Denkmäler, Statuen, Glockentürme, die auf seinem Gemälde zu sehen sind, aus der Wirklichkeit heraus und versetzte sie in die Welt dieses Wachträumens. Dieses Wachträumen ist der Zustand der Offenbarung und zugleich der Zustand der Melancholie. In den 10er Jahren verlieh der Kiriko vielen seiner metaphysischen Gemälde Titel, die auf die Melancholie anspielten. Melancholia, Melancholie eines Nachmittags, Geheimnis und Melancholie einer Straße, Melancholie der Abreise oder Turiner Melancholie. Irgendwann um 1913 verfasste er ein Gedicht mit dem Titel Melancholie, in dessen ersten Teil er sein Gemälde
Melancholie eines Nachmittags beschreibt. Es lohnt sich, die Stelle zu zitieren, denn der metaphysische Anblick entfaltet sich darin geradewegs aus dem Gefühl der Melancholie. So lautet dieses Gedicht von De Chirico. Mit ihrer Last an Liebe und an Kummer schleppt sich meine Seele dahin wie eine wunde Katze. Schönheit der hohen roten Schlote. Ein Zug pfeift. Die Mauer. Zwei eherne Artischocken sehen mich an. Ich hatte ein Ziel. Der Pavillon knattert nicht mehr. Glück, oh Glück, ich suche dich. Ein kleiner, sanfter Alter sang süß ein Liebeslied. Sein Gesang verwehte im Lärm der Menge und der Maschinen. Und meine Lieder und meine Tränen werden auch verwehen in deinen schrecklichen Kreisen, o Ewigkeit. Soweit das Gedicht. Was bedeutet die Melancholie bei De Chirico? Eine metaphysische Anlage, eine metaphysische Sichtweise. Etwas, dem man nicht entkommen kann. Die zuvor vermeintlich endgültigen Horizonte stürzen plötzlich ein. Es öffnet sich der Blick auf etwas ganz anderes. Mit einem Mal sieht man auch die Kehrseite von allem. In Thomas Manns Tonio Kröge tritt ein gewisser Herr Knack auf, ein Ballettmeister, dessen einfaches, ein wenig primitives Naturell Thomas Mann wie folgt beschreibt. Wie ruhevoll und unverwirrbar Herr Knacks Augen blickten. Sie sahen nicht in die Dinge hinein, bis dorthin, wo sie kompliziert und traurig werden. Zitat Ende. De Chiricos Augen sind anders. Im Gegenteil zu Herrn Knack sieht er in die Dinge hinein, durchschaut sie und wird gewahr, dass im Grunde alle Dinge Trauer und Verstrickung sind. Das ist Melancholie. Betrachtet man De Chiricos Bilder, bedeutet Melancholie vor allem nicht Trübsal, nicht Missmut, als vielmehr eine innere Kraft, die einem ermöglicht, das Augenmerk auf etwas anderes zu richten und das scheinbar Selbstverständliche und Offenkundige unablässig zu hinterfragen. Melancholie bedeutet Offenheit für Metaphysik. Dem Melancholiker sind die Dinge vertraut und doch wirkt auf ihn alles fremd. Es besteht kein Bindeglied zwischen den Dingen, alles ist von allem anderen isoliert, alles wirkt wie eine unentschlüssbare Botschaft aus seiner unbekannten Welt. Und doch wirkt diese ferne, nicht diesseitige Welt heimisch. Und wenn wir De Chiricos Bilder lange und vertieft betrachten, kann es sogar geschehen, dass uns auf einmal gerade unsere eigene, gewohnte Alltagswelt fremd und unheimlich vorkommt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir danken. Ich danke herzlich Laszlo Föderlin für diese Gedanken, diese bewegenden Gedanken, die er entwickelt hat, leider noch ohne unsere Ausstellungsinszenierung zu kennen, die ja versucht, genau dieses Moment, Offenbarung und die Bedeutung von Stimmung, die De Chirico beschreibt, zu fassen, räumlich, atmosphärisch, auch in der Ausstellungsarchitektur umzusetzen, unter anderem durch auch die Einspielung von den Chant de la Mi-Mort von Alberto Savigno, also der Komposition des Bruders von Giorgio de Chirico von 1914, die er in Anlehnung an Schopenhauer die Gesänge des Halbtodes nennt. Hier heilen nun bei uns und im digitalen Raum diese Gedanken nach und davon vielleicht bei mir in diesem Moment besonders die, die uns deutlich machen können, was die genaue Betrachtung von Giorgio de Chiricos Bildern gerade heute erleben lässt. So, wenn Föderlin sagt und schreibt, Melancholie bedeutet vor allem nicht Trübsal, nicht Missmut, als vielmehr eine innere Kraft, die einem ermöglicht, das scheinbar Selbstverständliche und Offenkundige
unablässig zu hinterfragen. Und lassen Sie sich, wie er beschreibt, geschichtliche Zeit und vorgeschichtliche Zeitlosigkeit in de Chiricos Gemälden, wie Völderlin beschreibt, nicht mehr genau unterscheiden. Erkennen wir in diesen Fragen nach der Zeit vielleicht ein Gefühl unseres Jetzt wieder, in dem doch für viele Menschen die Zeit auf einmal ihre klare Perspektive verloren hat und auch der Raum nicht mehr seine Perspektive eröffnet, wo wir nur noch 15 Kilometer uns von der Haustür entfernen können. Gerührt hat mich, dass Laszlo Völderlin schrieb, dass er, falls bis Ende April die Beschränkungen der Reise aufgehoben werden, er als erstes ins Flugzeug steigt und nach Hamburg kommen möchte. Und obwohl ich leider kein Prophet bin wie Giorgio de Chirico und obwohl ich das Rätsel der Prophezeiung nicht so schön beschreiben kann wie Laszlo Völderlin, erlauben Sie mir einfach das Vertrauen. Wir sehen uns in der Ausstellung. Und mit dieser Hoffnung möchte ich danken Laszlo Völderlin in Budapest, meinen Kolleginnen und Kollegen, die hinter den diversen Kulissen von Giorgio de Chirico für die Ausstellung, für das Begleitprogramm agieren und nicht zuletzt Ihnen, liebe Besucherinnen und Besucher, für Ihre Neugier und Offenheit, auch im digitalen Raum.